So, jetzt sind wir hier an dieser Festung angekommen, wo der gefangen gehalten werden soll. Eisenerz, ja, das nehmen wir mit. Und dann will ich mal versuchen, mit denen zu reden. Ich werde einfach mal vorher noch speichern, dann gehen wir da hin und sagen mal Hallo, wir würden den gerne mitnehmen. Dann sagen die bestimmt, ah, du bist so schwer. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? So, wir drehen ihm einfach mal. Ich habe gesehen, wir haben noch diese komische Waffe hier. Die geben wir ihm einfach mal. Den Dolch des Entziehens eher nicht. Nee, ach komm, wir jetzt. Geht ihr voran? Oh, das haben wir auch noch gar nicht. So, einmal speichern und jetzt mal gucken, was das so für Leute sind und was sie so sagen. Die werden ja nicht direkt feindlich sein. Hallo, ich bin nur zum Blumenpflücken hier. Hallo? Halt! Ja, wir fragen einfach mal. Diese Information ist geheim. Und jetzt geht weiter. Okay. Wir sind deswegen hier. Soll das ein Scherz Nein. sein? Selbst wenn wir einen Gefangenen mit diesem Namen hätten, könnte er nur entlassen werden, wenn uns dafür ein Befehl der kaiserlichen Armee vorläge. Und jetzt solltet ihr euch umdrehen und auf dem gleichen Weg wieder gehen, den ihr gekommen seid. Okay. Also gut. Also der will uns nicht reinlassen. Ich weiß gar nicht, kann man sich durchschleichen? Ich glaube nicht. Ich werde gleich nochmal speichern. Oh, da liegt ein Bär. Hat er mich schon gesehen, ja, ne? Ja. Da wollen wir nicht mehr fragen. Ah, doch, der hat gar nicht. Doch, jetzt hat er schon. So. Die Seele werden wir uns mal schnappen. Vielleicht reicht es aus. Ich weiß noch nicht, warum die Pfeile manchmal so runterfallen als, ups. Als würde seine Hand ausrutschen. Ja, ne? Der hilft nicht mal. Da ist ein Bär direkt vor seiner Festung. Jetzt guckt er mir dabei zu. Mist. Ach, kein Seelenstein ist groß genug, ja. Das kann sein. So, das haben wir gemacht. Dann werde ich jetzt mal versuchen, dass wir uns einfach hier irgendwie so ein bisschen verschanzen. Und dann hoffen, dass diese Typen nicht so stark sind. Soll ich gleich mal mit Gift anfangen? Ich mach das mal. Vielleicht reicht es ja sogar, dass wir den mit einem Schuss schon weghauen. Frostbissgift, ja, einfach das. So, da oben läuft ein Bogenschütze noch. Zack. Oh nein. Das ist ja wohl ein bisschen zu viel, was der aushält. Aber die nehme ich überhaupt nicht wahr, ne? Die nehme ich überhaupt nicht wahr. Was ist? Nee, war es noch gar nicht. Jetzt. Und wenn die so weit weg sind, vielleicht kriegen die wirklich gar nichts mit. Die rechnen gar nicht damit, ne, dass einer so weit mit dem Bogen schießen kann. Der reagiert nicht mal. Mist, aber ich treffe auch gar nicht. Mal gucken, jetzt. Zack. Jawohl. Nochmal. Jawohl. Oh, die Bogenschützen halten nicht so viel aus. Gucken. Sind da jetzt noch welche zu sehen? So sehe ich erstmal keine, aber ich glaube, da sind. Doch, wir müssen speichern. Da sind viel mehr drin eigentlich. Stimmt, ich vergesse immer wieder den Feuergeist. Den müssen wir auch immer wieder benutzen. Damit wir. Wo ist denn der Handlanger schon wieder hin? Hä? Hat er. Damit wir da den Skill verbessern. Der hat mich. Oh. Da ist einer. Okay, also es stirbt einer an der Vordertür. Dann kommt ein Typ angeschlichen mit einem Bogen. Und der sagt: Oh, da ist einer. Aber der ist bestimmt okay. Da oben ist jetzt noch ein Bogenschütze aufgetaucht. Ist vielleicht okay. Man weiß es noch nicht.
Die sagen aber noch nichts. Wie blöde. Kein Problem. Umgefallen. Na, ich mach's doch so. Ups. Okay, der hat angehalten. Habe ich den anderen doch immer getroffen? Nee, ne? Zack, nochmal. Da stolpert er ein bisschen nach vorne. Und das war's jetzt, ne? Der läuft einfach weiter. Als wäre nichts gewesen. Zack. Nochmal speichern. Als ich das letzte Mal gemacht habe, war das übertrieben schwer, weil die ganze Festung auf einmal rausgekommen ist. Die waren alle auf einmal da. So, gescheitert. Finde einen Weg, aus der Gefangenschaft zu befreien. Ja, au. Oh. Also das wäre auch gegangen. Aber so nicht. Anscheinend. Ups, jetzt kommt er. Der Erste, die sind noch zu zweit. Ups. Jetzt habe ich leider den Handlanger auch getroffen. Zack, erwischt. Und er ist wieder voll. Elfenrüstung, ja, ja. Weil es ja Elfen sind. Kanglas Schwert. Ja, das ist schon gar nicht so billig, was die dabei haben, aber das ist alles schwer. Und so viel Platz haben wir nicht. So, Wundertrunk Magica. Hier war ja auch noch einer. Der hat bestimmt auch noch Pfeile von mir. Jawohl. So, hier ist auch noch einer von mir. Da müssen wir rein. Gibt's. Ich weiß gar nicht, wie man das schafft. Dass man das macht, ohne dass die alle ankommen. Wie das geht. Hier ist eine Seitentür. Aha. Gehen wir mal oben drauf. Weil ich glaube, die Mauer ist auch nirgendwo kaputt, dass man sich hier reinschleichen könnte. Ach, hier stimmt, hier ist auch noch einer. Da drüben ist auch noch einer. Nehmen wir mal den Zwergenbogen. Ah ja. So, kann man von hier irgendwas sehen, wo man... Ups, beinahe runtergefallen. Nee, ne, man könnte höchstens hier reinschleichen und dann schnell rein. Das würde gehen. Aber da muss man ja die ganze Zeit rumschleichen. Da ist auch eine Insel, wo man vielleicht hin kann. Da gehen wir hinterher mal gucken. Wenn ich dran denke. Da müsste irgendwo... Da wird ein Hafen angezeigt. Na, mal gucken denn. So, aber wir gehen jetzt bei den heimlichen Weg hier rein. Sogar mit dem Meisterschloss. Das kann man nochmal schön skillen. Und unser Schlüssel geht ja nicht mal kaputt. Stimmt. Ja. Der hält einfach alles aus. Das ist ja cool. Ah ja. Da haben wir es fast. Zack. Kann es sein, dass wir das gerade gar nicht geskillt haben? Obwohl wir das Schloss geknackt haben. Das wäre ja mies, wenn wir das jetzt nicht können, bis wir nicht diesen blöden Schlüssel abgeben. Moment mal. Ich bin direkt hinter. Was soll ich nehmen? Das können wir ihm, glaube ich, den können wir, glaube ich, sogar abgeben. So, wo ist er? Den darf der nur nicht verschwinden. Das wäre schlecht. Ist der nicht. Ach, Skelettschlüssel, dieser ja. Rechtes Auge? Warum habe ich denn das noch dabei? Hier ist er. Geben. Nee, kann ich nicht. Mist! Kann ich aus dem Inventar entfernt werden? Ich folge. Das ist ja blöde. So. Nee. Was war das? Hier ist gar keiner. So, hier. Kümmert euch mal um den. Oh nein. Kannst du dich mal verziehen? Geh mal auf den Handlanger, Mann. Der ist bestimmt gefährlich. Ja, hau ihm mal in den Rücken, jawohl.
Wie hätte das denn aber heimlich klappen sollen, wenn hier drinnen auch überall Leute sitzen? Hätte ich mich da irgendwie mit einem Unsichtbarkeitstrank durchschleichen können? So, der Feuergeist kämpft unten gegen den anderen, das hat er gut gemacht. Dass er die alle abgelenkt hat. Sie will den Feuergeist brennen sehen? Das ist ja albern. Ja. Da kommt nämlich jetzt schon der nächste an. Ups. Er hat auch wieder kein Schild an. Das war der Feuergeist. Oh oh. Jetzt will sie mich brennen sehen. Kein Problem. Jetzt sind die zu viert, ne? Ja, da legt er ordentlich los. So, wunderbar. Das war der erste. So, jetzt haben wir es hier fast. Das ist der letzte von denen. Die Bogenschützen haben ja nicht ganz so viel ausgehalten. Und wir sind 3 gegen 1. Obwohl die wahrscheinlich genug Schaden machen, um mich zu zerlegen, ja. Da versucht das... Wie muss... Achso, er ruft um Hilfe. Der... Au. Der sieht auch nicht mehr so gut aus. So. Ja, der Feuergeist brennt schon. Nee. Hier ist gar nicht. Jetzt ist genug, vielleicht. Werden jetzt noch Hilfe gerufen? Ach so, da ist vielleicht einer in den Gefangenenzellen, ne? Das kann sein. Dass die das sind. So, das speichern wir erstmal hier. Lachsbraten. Oh, da ist noch einer. Aber noch ein Feind. Schwaches Gift. Vielleicht kriegen wir irgendwo noch einen Schlüssel. Können wir das hier alles aufschließen? Meistertür. Ich würde die auch alle knacken für Skill, aber wenn wir nicht skillen können, ist das total bescheuert. So, nochmal speichern, bevor wir mit dem hier kämpfen. Ich habe sie wohl verscheucht. Ach, das gibt, glaube ich, hier auch so einen Folterknecht, ne? Ein blöder Magier, ey. Wo ist der Handlanger? Ja, wo ist wirklich der Handlanger? Hä? Ist der irgendwo? Ja. Ich dachte schon, jetzt ist der verschwunden. Gegen 2 Magier. Und der Feuergeist kann nicht so viel machen, weil Fendal im Weg steht. Mann, die halten aber viel aus mit ihrer Stoffrüstung. Nee. Nochmal, zack. So. Hat der jetzt gerade einen... Ne, der hat keinen beschworen. Gibt es einen Zauber, um Sohne verschwinden zu lassen? Sowas? Oh, den hast du bald erwischt. So, dann nehmen wir jetzt... Ist da gerade noch ein dritter angekommen? Nehmen wir doch mal ein paar Mana-Tränke. Beschwören noch einen Feuergeist. Magika hier. Nee. Das bräuchte ich vielleicht mal, wenn es wirklich ernst wird. Zack. Der hat wirklich ein Vernehmer.
Der ist ziemlich krass. Das wäre auch, glaube ich, der nächste Baum, in den ich reingehen würde. Wenn mal... Habe ich ihn gerade getötet? Nein, das darf nicht sein. Oh, jetzt haben wir hier nur noch den Vernehmer übrig. Ich habe gerade einen Magier umgelegt, den konnte ich vorher ordentlich runtermachen, weil er mich nicht gesehen hat. Der hat auch noch keinen beschworen. Ich glaube, das war der vorher hier mit dem Sturmgeist. Hat er aber noch nicht. War das gerade? Nee. Oh ja, jetzt haben wir einen. Zack, sogar mit Zeitlupe. Sehr gut. So. Das war er nicht. Der hier ist es. Ja. Auch Hauptmannschlüssel. Ja, wir haben es abgeschlossen. Hä? Vielleicht müssen wir denn die doch hinterher alle knacken. Für irgendwas Tolles. Nee, das hier ist es nicht. Vielleicht hätte ich das gebraucht für... Zur Festung Nordwacht. Ach so, das wäre jetzt der Hintereingang, ne? Den ich damit machen kann. Der Schlüssel ist ein anderer. Vielleicht liegt der irgendwo auf dem Tisch rum. Das kann natürlich noch sein. Oh. Beinahe vergessen. Der lebt da noch. Hä? Wo kommt denn der jetzt her? Was ist denn das? Hallo? Wer auch immer das getan hat. Ich werde ihn finden. Passt mit dem Feuer auf. Brennt jetzt gar nichts ab. Wie ist denn der rausgekommen? Was für ein Blödsinn. Naja, doch, die anderen lassen wir auch noch alle raus. Aber erstmal unseren Freund hier. Da wären wir bestimmt eigentlich hergekommen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo der Vorteil war von dem, dass wir von hier kommen. Tor durchsuchen. Ja, ja, ja. Besänftigen. Ich weiß gar nicht, ob wir das können. Steigert die Sündhörden, oder? Nö. Bücher. Die sind immer ganz unten. Besänftigen. Konnten wir noch nicht. Wunderbar. Knoblauch nehmen wir mal mit. Ja. Ah, der hat wohl richtig Spaß gehabt hier. Das ist nix. Da ist er. Aber wir nehmen erstmal die Dinger mit. So. Hallo. Ihr da. Was treibt ihr da? Ja, ja. Ich hatte nicht damit gerechnet, jemals wieder ein freundliches Gesicht zu erblicken. Wir müssen uns so schnell wie möglich in Sicherheit bringen. Los! Ja. Da hat er uns aber schnell geglaubt. So, und wir freien jetzt so schnell wie möglich die anderen da alle. Was das, was überhaupt was bringt. Da bin ich mal gespannt. So, da ist die erste Tür offen. Hallo? Lasst mich in Ruhe. Ja. Ja, ja, doch. Ich glaube, da kann ich mich daran erinnern, dass die alle immer sehr freundlich waren, nachdem ich die befreit habe. Muss gerade mal gucken. Ich glaube, man kann doch skillen mit dem, Schlüssel. Wir sind jetzt bei knapp hinter 60. Mal gucken. Was guckt ihr denn so? So, der ist auch nicht besonders freundlich. Na, der ist schon draußen. Ich muss hier. Man kann wirklich... Das ist ja verrückt. Nur, dass das Geräusch gar nicht kommt. Sehr gut, dann mache ich die anderen beiden Türen auch noch auf. Ach so. Vielleicht kommt das Geräusch kommt ja, glaube ich, auch nur, wenn man ein Level aufmacht. Dafür reicht anscheinend ein Meisterschloss nicht mehr. Meisterschlösser sind aber auch krass, ey. So. Yeah. Wunderbar. So, geh mal weg. Ich muss hier raus. Und hier ist auch noch eine Tür. Und dann gehen wir mit ihm. Achso, das war er gerade. Ich habe mich gefragt, wo hier noch so ein Gefangener herkommt. Aber das ist ja unser Bro, den wir mitnehmen müssen. Hoch. Jawohl. So. Das war's. Dann gehen wir mal los. Hier geht's hoch. Ja, da dürften jetzt nicht mehr Feinde sein. Die haben wir ja umgelegt alle. So, sprich mit Thorald Graumine. Ja. Ja, das hätte doch nie geklappt. So.
Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr mich aus diesem Ort gerettet habt. Ich schätze, ich hätte wohl sonst nie mehr das Tageslicht erblickt. Aber weshalb riskiert ihr euer Leben für mich, einem Fremden? Hat mich das... Nee, wir machen so. Natürlich, ich hätte es wissen müssen. Das war Arvulsteins Idee, nicht? Wo ist er? Ja. Eine weise Entscheidung, aber ich fürchte, dort ist er vielleicht nicht mehr sicher. Sie werden nach mir suchen. Und in Weißlauf werden sie zuerst nachsehen. Ich kann nicht bleiben. Nicht hier, nicht in Weißlauf. Für Arvulstein ist es vermutlich auch nicht sicher. Am besten versuchen wir uns den Sturmmänteln anzuschließen. Aber würdet ihr mir einen Gefallen tun? Sagt meiner Mutter, sie müsse den kalten Wind des Winters erdulden, denn er trägt die Samen des nächsten Sommers mit sich. Sie wird schon wissen, was das bedeutet. Nochmals vielen Dank. Ihr habt mir das Leben zurückgegeben. Okay. So, dann müssen wir da jetzt zurück. Und bevor wir das machen, gucken wir uns den Hafen da an. Vielleicht gehört das... Wir speichern das erstmal zum DLC mit dazu, dieser Hafen. Dass da drüben irgendwas ist, das kann sein. Das werden wir jetzt noch nicht machen, aber dann haben wir wenigstens schon mal den Hafen entdeckt. Ja, ne? Eiswassermole? Ja, das kenne ich nicht. Also das ist wahrscheinlich neu. So, dann gehen wir jetzt noch zu der Oma und sagen der Bescheid. So, anscheinend ist er noch wach. Ja, da läuft so rum. Hallo? Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn. Jawohl. Wirklich? Ihr habt ihn gerettet? Ich muss ihn sofort. Ja, das geht nicht. So. Was? Nach all dem kann ich ihn nicht einmal sehen? Woher weiß ich denn, dass ihr die Wahrheit sagt und mir nicht einfach erzählt, was ich hören will? Naja, hier. Denn ihm wohnt der Spross des nächsten Sommers inne. Mein Junge. Also ist es wahr. Fürs Erste reicht mir die Gewissheit, dass er lebt. Sie gibt mir Frieden. Hab Dank, lieber Freund. Ihr habt mir meinen Sohn wiedergegeben. Ich ließ Eolund dieses Stück für Thorheit anfertigen. Es sollte sein Willkommensgeschenk sein. Vermutlich kann er es jetzt nicht haben. Aber warum nehmt ihr es nicht? Wir können ja ein neues Stück anfertigen, wenn der Krieg zu Ende ist und Thorald nach Hause kommen kann. So, das ist bestimmt Mist. Ups. Könnte ich ein paar Goldmünzen zum Ausgeben haben? Bitte. Ja, Moment mal, ist es nicht viel zu spät, dass du überhaupt noch wach bist? Was ist denn da los? Ja, hier sind 10. Danke, Papa. Kauf dir einen Käse. Geschenk aus Nächstenliebe hinzugefügt? Ach, das hatte ich vorher auch. Ist es wie wenn man Bettlern was gibt? Gucken. Handschuhe, Rüstung, Krankheit widerstehen, Nachtkapuze, Rüstung verstärken. Ah ja, doch, das ist auch, wenn man Bettlern was gibt. Toll, jetzt ist meine Tochter eine Bettlerin. Der wird wie ich hörte, habt ihr den Talmor ein blaues Taschengeld geben. Was ist denn das jetzt für eine Waffe, die wir gekriegt haben? Aber ich glaube, Furcht können wir auch schon. Und das ist nicht mal, das ist eine richtig blöde Waffe. Okay, dann verkaufen wir die jetzt. Oh, dann müssen wir uns noch entscheiden, was wir als nächstes machen. Speichern, so. Ganz unten, vielleicht gehen wir einfach mal... Das machen wir nicht. Nee. So. Trifft Delfine Flusswald. Nee. Das sind die Steine zum Schrein von Talos. Ach nee, das ist Marker. Das würde ich ja noch nicht machen. Die dunkle Bruderschaft. Kann ich ob wir... Oh. Oh, ich weiß. Genau, wir finden als nächstes den Stern. Der ist nämlich cool. So, das andere ist... Alles nicht so cool. Ja. So, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Damit wir wissen, wo das ist. Und dann gehen wir nämlich da als nächstes hin. Genau da. Da können wir nach hier schnell reisen. Dann sind wir schon da.
So machen wir das. Jetzt machen wir aber erstmal Schluss. Und da geht es dann weiter in der nächsten Folge von Skyrim.